Ja, willkommen liebe Zuschauer. Der Druckauftrag ist gerade aufgegeben worden und es geht direkt los. Willkommen bei einem spannenden Video. Heute möchten wir live drucken und ich möchte hier am Rechner zeigen, wie einfach es sein kann, LFP zu drucken. Ja, bitte verzeiht so ein bisschen das Gebläse im Hintergrund. Der 3600er legt jetzt nämlich gerade los. Und zwar habe ich in Auftrag gegeben, ein Foto mit maximaler Größe, das heißt ein 2:3 Foto wird hier in der Länge nachgedruckt. Und dann wollen wir einfach nebenher, neben des Druckens, besprechen, was wir wie machen und danach gleich nochmal einen neuen Auftrag in die Reihe werfen. Folgendes, beim Drucken und bei dem, was jetzt kommt, bei dem nachfolgenden Thema, da gilt eine sehr universelle 80-20-Regelung. Ich weiß ja nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Es wird aber in ganz vielen Bereichen des täglichen Lebens immer wieder aufkommen. Und zwar ist es die ganz natürliche Aufteilung, dass 20% der Arbeit eigentlich 80% des Ergebnisses macht. Und für die letzten 20% braucht man oftmals 80% der Arbeit. Das heißt, was wir jetzt besprechen, das kann natürlich ins Exorbitante, übertrieben will ich nicht sagen, gesteigert werden. Man kann alles perfektionieren. Es gibt natürlich auch mit einen Grund, warum man dann nicht mehr so ein Display nutzen kann, sondern ein wirkliches Tip-Top-Grafiker-Display. Man kann sich Gedanken machen, wie lagert man das Papier. Man kann auch unterschiedliche Kalibrationen vornehmen bei unterschiedlichen Luftfeuchtigkeiten, wenn sich das Wetter ändert. All das ist alles möglich. Ich denke, man erkennt schon jetzt an der Situation, dass das Grundlegende, nämlich das eigentliche Drucken mit einem möglichst perfekten Ergebnis, gar nicht so aufwendig ist. Erst das absolute 200, 300, 400-prozentige Perfektionieren, das kostet richtig Zeit und ist richtig aufwendig. Als ich angefangen habe zu fotografieren, da habe ich mich mit dem Thema Drucken beschäftigt und habe irgendwie so Sachen herausgefunden von wegen, hey, pass auf, die Tinte, die trocknet ein, irgendwann ist die ganze Tinte kaputt. Dann, wenn man den Drucker nicht lange benutzt, dann geht da irgendwas kaputt und dann kann man den auch nicht mehr verwenden. Papier, das vergilbt über die Zeit. Und ja, wenn man was druckt, dann ist es nach einem Jahr sowieso wieder flau, weil dann die Farben falsch sind. Das hat sich alles als falsch herausgestellt. Das war früher nicht so kritisch. Heutzutage hat sich da auch einiges geändert. Was bei uns in dem Bereich der Kameras als Fotografen, der Technik, der Software und der ganzen Chip-Industrie tut, das tut sich natürlich auch bei den Pigmenten, bei den Papieren. Da wird auch geforscht, da wird auch Fortschritt gemacht. Und deswegen sind heutige Tinten nicht mehr zu vergleichen mit den Tinten von 3-4 Jahren. Heutige Papiere sind auch ganz anders geworden. Er schneidet. Heutige Papiere sind auch ganz anders geworden. Und das ist eben ein Punkt, warum das heutige Drucken auch viel einfacher ist. Wenn man Originaltinte kauft und Originalpapier und einen herkömmlichen guten Drucker wie dieser, dann ist man eigentlich zu 99% auf der sicheren Seite, perfekte Ergebnisse zu bekommen. Gut, wir gehen direkt einfach mal in das Computermenü rein. Ich schließe hier alles und ich möchte das Ganze von vornherein machen. Nummer 1. Man installiert mit der Software, mit der DVD, die dabei ist, eine Software zum Drucken. Diese Software installiert komplett autark die Treiber für den Drucker und ein kleines Plugin für Photoshop. Wir drucken also direkt aus Photoshop raus. Und wie interessant und angenehm das ist, das kann man auch direkt zeigen. Ich gehe hier unten auf den Finder, suche mir jetzt ein Bild raus, was ich drucken möchte. Zum Beispiel, interessant ist natürlich jetzt, wie das hier gedruckt wird. Das ist ein Portrait-Shot, Gegenlichtaufnahme. Das möchte ich jetzt mal drucken. Um das jetzt zu finalisieren, gehe ich einfach auf Datei, exportieren und hier findet sich das IPF 6300er Print Plugin. Wenn ich das aufrufe, bereitet er mir das vor, das Plugin wird geöffnet und jetzt bekomme ich in einem kleinen Druckmodul, das ist eigentlich nichts anderes als das Druckmodul von Photoshop, außer dass es viel schöner arrangiert ist, viel leichter gemacht ist und ganz angepasst ist auf diesen Drucker, sämtliche Einstellungen. Hier auf der linken Seite in diesem kleinen Fenster sieht man die Rolle. Ich habe hier die Papierrollenvorschau und wie man sieht, hier fängt die Rolle an. Wenn ich jetzt runter scrolle, hier unten geht sie weiter. Das heißt, der Drucker zieht das Papier aus, gibt so auf und alles, was ich hier sehe, kommt also auch so aus dem Drucker raus. 24 Zoll Rolle habe ich eingefügt, ist nachher dann 609,6 mm breit. Und ich kann jetzt hier alle Änderungen vornehmen und die ganze Zeit sehen, aha, wie arrangiert er das Bild
wie wird das Papier gefüllt. Ein ganz wichtiger Punkt bei dem Drucker ist es nämlich, weil wenn man kleinere Bilder druckt als jetzt Format füllen, dann muss man wissen, wie man die arrangiert. Es bringt ja nichts, ein langes Panorama der Länge nach anzuordnen und dann 90% des Papiers wegzuschneiden, sondern dann probiert man es ja möglichst über die Breite anzuordnen und schön effizient zu sein. Das heißt, je besser dieses Plugin-Tool ist und es ist wirklich gut, umso effizienter kann ich auch drucken und mein Papier und Tinte dann auch sparen. So, was möchte ich tun? Ich möchte das Bild in einen 600 mm langes Bild verwandeln. Das heißt, ich möchte die komplette 24 Zoll Rolle in der Länge füllen. Und das mache ich jetzt ganz einfach, indem ich auf die Seite einrichten gehe und das Ganze ins Querformat schießen lasse. Und plötzlich sehe ich, das Bild wurde gedreht, das Papier kommt so raus. Also habe ich mein Bild arrangiert über die komplette Breite der Rolle. Randloser Druck ist angemacht, kann ich natürlich auch deaktivieren. Dazu kommen wir aber erst im zweiten Teil. Ich gehe nochmal auf die Optionen. In diesem Plugin brauche ich nur zwei Einstellungen vornehmen. Der Drucker, der ist natürlich vorselektiert, den brauche ich gar nicht mehr auswählen. Das ist ja das Print-Plugin für den 6300er. Ich muss den Medientyp einstellen und ich muss und sollte mein Ausgabeprofil einstellen. Und genau das tue ich jetzt hier. Medientyp habe ich hier das Premium Glanzpapier 2280 im Drucker eingelegt. Das klingt jetzt vielleicht kompliziert, aber eigentlich ist es nicht kompliziert. Ihr kauft das Papier, ihr guckt auf die Beschriftung und sagt, alles klar, das ist ein Premium Glanzpapier 2280 und wählt das gleiche Setting aus hier im Rechner, was eben auch auf dem Produkt, das ihr gekauft habt, dem Papier drauf stand. Und wie man sieht, sind hier alle Canon-Papiere einprogrammiert. Das heißt, da hat man absolut kein Problem, wenn man von diesen Hunderten von Canon-Papieren eins nimmt. Nämlich Premium Glanzpapier 2 habe ich eingelegt und dann gehe ich zum Ausgabeprofil und dort muss ich natürlich das gleiche Profil auch einstellen. Das heißt, ich nehme das Profil für den Canon IPF 6300, 6350, Premium Glossy Paper 2. Das ist das Premium Glossy Paper 2 mit 280 Gramm je Quadratmeter, was ich eben auch genutzt habe. Das heißt, mein Medientyp muss mit dem Profil übereinstimmen und dann kann ich direkt zum Drucken gehen. Mehr muss ich nicht machen, alles andere übernimmt der Drucker für mich selbst, und ich gehe auf Drucken und schon schickt er den Auftrag los. Das heißt, ich habe meinen Medientyp eingestellt, mein Profil, die beiden sind gleich, ich arrangiere meine Seite und schicke es zum Ausdrucken. Man sieht, der Druckauftrag wird berechnet und übertragen und dann kann ich gleich ein neues Bild ausgeben. Und das nächste Bild, was ich ausgeben möchte, das mache ich mal kleiner. Das heißt, ich nehme nicht die volle Breite, wo ich einfach nur anklicken kann, Randlosdruck und mache mir das voll, sondern ich möchte ein vordefiniertes Format erreichen. So, dann nehmen wir wieder ein anderes Bild, damit wir auch Abwechslung haben. Wir nehmen mal dieses knackig-kernige Porträt. Auch das wird wieder in Photoshop geladen. Dann gehe ich auf Exportieren mit dem Print-Plugin. Und eröffne mir das Print-Plugin. Jetzt folgendes. Das Medientyp und das Ausgabeprofil, das sind wieder identisch eingestellt. Da hat sich gerade nichts geändert, aber ich habe auch kein neues Papier eingelegt. Deswegen muss ich da gar nichts mehr machen. Ich gehe also direkt auf die Seite einrichten. Da mache ich mal den randlosen Druck weg und jetzt selektiere ich mir eine Papiergröße vor. Ich möchte zum Beispiel ein DIN A3 Plus Foto haben. Das ist 483 mm auf 329. So. Jetzt sehe ich hier auf der linken Seite mein Format, das ist dieser kleine Rahmen hier und dort kann ich dann entweder sagen Anpassung der Papiergröße, anpassen, also skalieren, dass er mir das dann groß oder klein macht und ich sehe auch direkt, diesen Rand müsste ich selber per Hand wegschneiden auf der rechten Seite. So würde er mir dann selber schneiden, das heißt die Maschine würde hier den Cut ansetzen und ich kann jetzt dieses Bild innerhalb dieses vordefinierten Bereichs auffüllen lassen. Auch randlos. So, das schicke ich jetzt los und auch das kommt aus dem Drucker raus. Ihr merkt, hat man einmal Papiertyp eingestellt und das Profil selektiert, dann kann man nur noch sich mit der Seite einrichten, mit der Größe beschäftigen und immer schön losschicken.